Hallo Freunde, willkommen zurück zu der Planer Industrie Imperium. Und ja, die letzte Folge war hoffentlich so ein leichter Brustlöser. Da haben wir eigentlich, ja, da sind wir so ein bisschen weitergekommen. Und ja, wir werden da jetzt auf jeden Fall zusehen, dass wir hier jetzt weitermachen. Grünenergie haben wir uns jetzt zurechtgeschummelt. Jetzt nochmal das Szenario, was wir auch schon beim letzten Mal hatten, mit den Smartphones und den Tablets. Und so, auf geht's, wir werden es irgendwie packen. Ich bin mir da ganz sicher. So. Also, wir müssen zuerst mal zusehen, dass wir halt Geld verdienen. Wir haben hier eine Menge Bergwerke. Und wir haben hier auch eine Menge Stahlwerke. So, die Frage ist jetzt, welche Sachen benötigen hier vor allem in diesem Fall, nein, Straßenwerkzeug möchte ich jetzt gerade gar nicht nutzen, danke. Die Frage ist, womit kann man vor allem hier Stahl nutzen, um dann noch andere Sachen mit herzustellen, damit wir hier so eine, ja, fertige Endprodukte quasi verkaufen können, nach und nach. Und bei Stahl, da wollen wir mal ganz kurz reinschauen, was haben wir da für Möglichkeiten. Industrie. Diese fertigen, ach so, da müssen wir wahrscheinlich einen weiter, ne? Da, wo hier Rohstoffe, diese fertigen Stahlträger als Rohstoffe stehen, dann hätten wir das Richtige. Hier ist es aber nicht. Hightech. Ach, guck mal, da ist es schon alles in Barrenform. Zumindest so diese hochwertigen Eisen. Rohstoffe. Da haben wir nur diese Legierung. Wo zum Teufel kann man denn bitteschön Stahlträger für benötigen? Oder ist das schon ein Endprodukt hier in diesem Spiel? Finde ich hier jetzt gerade gar nichts. Automatischer Speichervorgang. Naja, wie auch immer. Okay. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, so wie wir das in der letzten Folge auch gemacht haben, bevor wir hier diese eine Fabrik herstellen, wo wir dann, ja, Waschmaschinen und sowas herstellen können, würde ich sagen, gucken wir mal hier Stahlwerk, so, dass wir hier Legierungsstahl an manchen Stahlwerken dann auch noch zusätzlich mit herstellen. Ich muss gerade mal gucken, haben wir hier überhaupt Sachen? Okay, wir brauchen wirklich alles dafür. Da haben wir hier gar nichts. Und auch in diesem Stahlwerk sieht das schlecht aus. Okay, ist aber kein Problem. Wir können ja hier das auch nochmal zusätzlich auswählen und dann lassen wir hier einfach was hinschicken. Also, so, zum Beispiel Kupfer. So, jetzt haben wir hier auch wieder eine Menge von den Dingern. So, von den Fahrzeugen. Und zack, das kommt jetzt erstmal hier hin. So, dann haben wir Eisen. Kohle haben wir sowieso. Aluminium fehlt dann noch. Aber Kupfer bekommen wir. Aluminium lassen wir dann hier auch nochmal hinschicken. Da wird ja irgendwo auch Aluminium sein. Hier zum Beispiel war was. Bisschen mehr wäre nicht schlecht gleich. Okay, 92 reicht dann auch. Zack, zack, zack. So, und dann nehmen wir uns noch von einem anderen. Auch nochmal 92 Aluminium. Zack, zack, zack. So, dann haben wir erstmal hier Legierungsstahl, den wir herstellen können. So, dann möchte ich gerade mal gucken, was haben wir hier denn noch alles an Rohstoffen gerade? Da kann man dann immer mal sehen, also Erdgas wäre super, wenn wir irgendwas aus Erdgas und Erdöl herstellen können. Das heißt, wir bauen hier am besten direkt diese Erdölraffinerie, die brauchen wir sowieso auch, damit wir hier dann Plastik herstellen können. So, das heißt, schnappen wir uns die mal und wir bauen die hier links dann auch hin.
Ah, die braucht echt Platz, ne? Das ist echt nervig. Scheiße. Ah, das hatten wir in der letzten Folge schon probiert. Okay, dann machen wir das mal so, dass wir hier mal so ein paar Sachen vielleicht wegreißen. Ah, wäre auch doof, ne? Brauchen wir dieses Logistikzentrum hier? Nein, brauchen wir nicht, oder? Brauchen wir nicht.16 Leute arbeiten da, meine Herren. Da finden wir aber auch noch andere Sachen für und diese Logistikzentren, naja. So, jetzt haben wir auch erstmal wieder ein frisches Geld. So, und jetzt reißen wir den Scheiß weg. Zack. So, und da bauen wir jetzt, nachdem wir hier auch diese Straßen dann irgendwie... Tschüss. Tschüss. So, und wehe, das passt jetzt nicht. So. Oh Mann, ich hab... Doch. Doch, oh mein Gott. So, gerade noch. Wunderbar. Also, Straße. Wird schon reichen, ne? So, aber vielleicht doppelt hält besser, ne? Ist halt so. Okay, das geht nicht. Gut, dann haben wir das schon mal. Das heißt, wir können jetzt hier schon einmal, ja, so als fertige Endprodukte schon mal dieses Öl nutzen. So, dann bekommen wir auch noch eine ganze Menge Erdgas, welches wir fördern. So, aus dem Erdgas gucken wir gerade mal, was wir da noch nutzen können. Und keine Sorge, ja, ich weiß, wir haben nicht unendlich viel Geld, aber wir können ja auch noch Kredite aufnehmen. So, wir wollen als erstes nochmal so eine komische Anlage hier. Da hatten wir hier schon mal in der letzten Folge auch so eine. Die passt hier wunderbar rein. So, zack. Und am besten die nochmal verbinden. Vergesst es. So, das reicht schon. Und dann können wir hier nämlich dann immer Aufträge hin und her schicken. Ne? Hier zum Beispiel das Petroleum, was dann hergestellt wird. Das kommt dann hier rüber und da wird dann Plastik draus. So, dann benötigen wir... ja, aus Erdgas, da gucken wir nämlich eben nochmal ganz kurz, was wir daraus machen können. So, das sind ja diese orangenen Gasflaschen waren das, glaube ich. So, hier haben wir das nicht. Nein. Warte mal. Das muss doch hier irgendwo... Hightech? Oder ist es für Kraftwerke einfach gedacht? Fleischereiplantage, Obstplantage, Weingut. Also es kann ja nur hier irgendwie... Biogas, Hühnerstall... Erdöl, Tiefpumpe, Bergwerk, Geo, Solaranlage, Gastiefpumpe, Erdgas. Ja, aber wo können wir dieses Erdgas denn für verwenden? Ist es einfach hierfür? Nee. Oder ist das einfach schon das fertige Produkt, dass wir da gar nichts draus machen können? Können ja mal gucken. Da müsste das ja hier eigentlich... Müsste es da ja eigentlich Abnehmer für geben? Erdgas. Aha. Ja, das sind doch schon mal Summen, die schon ein bisschen angenehmer sind. Dann wollen wir gerade mal schauen. Meine Rohstoffe. 4000 Erdgas. Ja, dann machen wir das doch direkt mal. Scheiße, da kommen irgendwie gerade Erinnerungen herauf, dass
das schon mal nicht geklappt hatte irgendwie. So. Oh, verdammt. Haben wir echt kein Wägelchen hier um Erdgas. So, nein, das gibt's doch nicht. Da müssen wir mal gerade gucken. Hier haben wir doch... Wir brauchen ein Wägelchen für Erdgas. So, das ist nämlich dann... Sowas, ne? Erdöllager. 2894 kostet der oder der große halt. Ja komm, nehmen wir einen großen. So. Das wird sich schon, lohnt sich ja eigentlich jetzt schon dann, nach einer Lieferung. Weil ansonsten fördern wir und werden den, können das gar nicht bedienen. So, 12.10., 14.10., 12.10. klingt gut. Machen wir als erstes, zack, jetzt können wir den auch auswählen und ab dafür. Wenn der wieder da ist, dann bedienen wir danach dann die anderen. Da fährt er übrigens. Gut. Also, so sieht es doch eigentlich schon mal ganz annehmbar aus. Was haben wir da hier eigentlich? Kohlekraftwerk, okay. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir brauchen auch diese elektronischen Bauteile. So, damit machen wir nämlich mal weiter. Das ist dann nämlich... Elektronikwerk, ne? Genau. 91.000. Haben wir da noch Platz? Ich glaube, da, wo wir als erstes diese andere Fabrik hatten, ich glaube, da haben wir noch Platz. Ja, hier in dieser Nische, ne? Auch wenn wir da richtig viel Spaß hatten mit den Straßen, aber ich glaube, das klappt schon irgendwie. Ja, ja, ich dachte es schon fast. So. Ja, ist egal. Ich will einfach nur dieses Ding abreißen, so. Damit wir hier dann... Ich hätte die, glaube ich, auch umsiedeln können, ne? Ja, ja, ich glaube auch. Ist mir jetzt aber auch egal, so. Keine Arbeiter im Hauptquartier? Oder was stand da? Moment, jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen. Oh, haben wir Elektrizitätsprobleme? Nein. Eigentlich doch nicht. Dass das hier alles in Englisch ist, das ist irgendwie komisch. Check ich nicht. Naja. Wie auch immer. So, wenn die Sachen dann irgendwann mal fertig gebaut sind und meine Güte, wie viel Zeit man eigentlich verliert, wenn man hier wild am Spulen ist, ne? So. Wasseranlagen. Wir haben hier auch noch so ein paar Höfe und Farmen. Da wollte ich auch ganz gerne noch so ein paar Endprodukte dann bauen. Papierfabrik, im Ernst? Aha. Sehr interessant. So, was habe ich jetzt hier verpasst? Irgendwas Interessantes. Stand da, Bestellung abgeschlossen. Okay. Dann warten wir, bis der wieder zurück ist und dann werden wir nämlich die nächste Bestellung dann noch mit abschließen. Das hier sind einfach Wohngebiete. Okay. Ach, guck, Lebensmittelverarbeitung haben wir schon auch hier. Glashütte. Aha. Kieselerde. Also es ist ja eigentlich alles da, ne? Ich verstehe jetzt nur nicht... Also man muss dann selber eigentlich nur dafür sorgen, dass von A nach B alles geschafft wird. So, wir können ja mal gucken. Wovon haben wir besonders viel? Erdgas, ja. Das... Da sind wir aber gerade bei, das zu verschicken. Erdöl eigentlich auch. Landwirtschaft. Kartoffel. Teeblätter. Also hier gibt es so viel. So, wir können ja mal gucken. Was kann man denn eigentlich aus den Kaffeebohnen? Die sind ja wahrscheinlich recht teuer und Kartoffeln und so. Gibt es da irgendwas Bestimmtes, was man daraus bauen kann?
Farm. Eine Farm. Ja, da kommen einfach so diese Rohstoffe denn her. Obstplantage wohl auch. Industrie. Also, da haben wir zum Beispiel, ja, das wäre doch mal eine Idee. Lebensmittelverarbeitungswerk. Da ist so eine grüne Halle. Da möchte ich natürlich erstmal schauen, ob wir sowas nicht schon haben. Doch, haben wir doch hier, ne? Ja, wunderbar. Also, dann können wir einfach mal gucken. Also, aus den Kartoffeln kann man Pommes herstellen. So, das heißt, wir müssen hier zusehen, dass wir hier immer Kartoffeln hinkriegen. Regelmäßig am besten. Also, dann stellen wir das mal auf. So, hier können wir Kartoffeln herholen. Okay, oder auch nicht. Da brauchen wir so einen Pritschenwagen, glaube ich, für. So, bop, 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 bop. Am besten gleich einen großen. Genau. So. Und dann lassen wir uns erstmal schön hier in diese Lebensmittelverarbeitungsfabrik die Sachen hinliefern. Also, Kartoffeln, Menge, alles. Zack. So, dann kommen hier die Pommes an oder die Kartoffeln und dann können wir da Pommes draus machen. So, dann haben wir hier auch noch andere Sachen. Und wir können es eigentlich auch so einstellen, dass der wirklich regelmäßig fahren soll. Automatisch. Intervall in Stunden. Eine Stunde. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal warten, bis der wieder da ist. Und dann hätte eigentlich auch ein kleiner Wagen gereicht. Aber ist auch egal. Wir sind ja immer noch hier am Machen. So, wie sieht es denn eigentlich aus mit Oliven? Haben wir Oliven? Können ja gerade mal schauen. So. So, Oliven. Da gibt es keine Oliven. Hier haben wir Oliven. Weingut 47. Ja, also für die Oliven, da brauchen wir mit Sicherheit dann auch noch so ein Wägelchen. Dann nehmen wir aber einen kleinen. Kaufen wir mal so ein paar kleine. Ja, also 1, 2, 3. Oh. Ist das wirklich schon soweit? Okay, dann machen wir das mal eben ganz kurz und knapp. 50.000. So, her damit. Damit wir hier mal so ein paar Wägelchen dann kriegen. Pritschenwagen, so. Dann können wir die nämlich dann immer regelmäßig dann wegschicken. Also, wir gehen hier nochmal hin. Oliven brauchen wir. Wir haben, glaube ich, auch nur ein Weingut. Das ist dann schon mal... Das macht das Ganze so ein bisschen einfacher. So, Pritschenwagen 35. Und jede Stunde. Und auf geht's. Ich hoffe, das funktioniert so. Dann bekommen wir auch das hier. Können wir direkt mal aktivieren. So, Weizen. Weizen bekommen wir hier auch. Aus Weizen können wir Brot machen. Wie sieht's aus mit Weizen? Haben wir genug Weizen hier überall? Wir können das Ganze eben auch nochmal für die Kartoffeln einstellen. So. Jede Stunde ab dafür. So, und Weizen. Ja, Weizen haben wir auch. Nehmen wir die 37. Zack. Jede Stunde. Auf geht's. Okay, es würde theoretisch reichen, jede 3 Stunden, ne? Oder jede 5. Ach, machen wir jede 8. So. Können wir auch Brot herstellen. So, wie sieht's weiter aus? Fischstäbchen. Da brauchen wir Fisch und Oliven für Dosenthunfisch.
Also, wo bekommen wir Fisch her? Und Würstchen machen die hier theoretisch auch. So, dann wollen wir erstmal gucken. Ah, oder machen wir das mal in der nächsten Folge? Also, wir wursteln uns hier so durch. Ich glaube, die Folge war jetzt hier so ein kleiner Brustlöser. Wir werden jetzt ungefähr wissen, wie das funktioniert alles. Und, ja, ich habe auch so ein bisschen mehr Bock wieder auf das Spiel bekommen. So langsam fängt es an, rund zu laufen. Also, ich sage erstmal danke für die... Ja, fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Freue mich natürlich über jeden Daumen hoch, Leute. Danke vielmals und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge und wer weiß, wie weit wir da schon kommen. Also, bis dann, Leute. Macht's gut.